Lieben, ihr habt euch ja gewünscht, mal mehr über meine Trainerin zu erfahren und deswegen ist sie heute hier bei uns und wird mal so ein bisschen was über sich erzählen und über ihre Pferde, die sie so hat und genau, fangen wir doch einfach mal direkt an. Ja, hi, ich bin Anki und ich trainiere die Anna mit ihrem Robinho. Erst seit kurzem, aber wir haben schon einige Fortschritte gemacht, wie ich finde. Ich finde das auch. Ja, und vielleicht sage ich erstmal ein bisschen was zu meiner Person. Also ich bin jetzt, seit ich 8 bin, im Pferdesport unterwegs. Es hat alles mit einem Ponykurs ganz harmlos angefangen und hat sich dann nach und nach immer weiterentwickelt. Mit 9 habe ich meinen Pony bekommen. Und mit 11 war ich leider schon fast zu groß für meinen Pony, deswegen musste dann ein Großpferd her und richtig in den Turniersport eingestiegen bin ich eigentlich erst so mit 12. Und dann ging das relativ schnell, dass ich von E zu A gekommen bin. Dann habe ich ein Lehrpferd bekommen, mit dem ich dann L-Dressur geritten bin, auch recht erfolgreich. Und M habe ich dann angefangen, dann habe ich mein Presley bekommen, mit dem ich dann auch meinen ersten Start in der schweren Klasse absolviert habe. Also kurz zusammengefasst, in 10 Jahren von E bis S. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, habe ich mich entschlossen, mein Hobby zum Beruf zu machen und habe eine 3-jährige Ausbildung absolviert zur Pferdewirtin mit Schwerpunkt klassische Reitweise. Das erste Jahr oder die ersten 1,5 Jahre habe ich am Landgestüt in Warndorf gearbeitet, habe da sehr viel miterlebt, habe da hauptsächlich junge Pferde, junge Hengste geritten und habe dann den Betrieb gewechselt und bin dann hier auf den Birkenhof gekommen und habe hier den Rest meiner Ausbildungszeit absolviert. Hier ist es ja auch sehr schön, ne? Ja. Können wir jedem nur empfehlen. Und du hast jetzt gerade schon den Presley erwähnt und dein Pony und erzähl doch mal so ein bisschen was über deine Pferde. Ich weiß, den Presley sehen wir auch gleich nochmal im Einzelporträt, aber erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über deine Vierbeiner. Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, mein Pony, das erste Pony, das gibt es immer noch, der ist jetzt mittlerweile 31, erfreut sich bester Gesundheit und genießt sein Rentendasein. Der ist Weidebegleitung für meine anderen Pferde. Ich habe nämlich nicht nur hier am Stall 2 Pferde stehen, den Presley und mein Nachwuchspferd, die Suri, die wir gleich noch einmal sehen werden. Sondern ich habe auch noch 3 andere, unter anderem eben das Pony und noch den Halbbruder zu Presley. Das war mein erstes Lehrpferd, den gibt es auch noch, der ist jetzt 20, der darf auch noch so ein bisschen sein Rentendasein genießen, wird ab und zu noch ein bisschen geritten, ab und zu mal ins Gelände und geht halt sonst viel auf die Weide und genießt sein Leben. Und dann habe ich noch ein Pferd, der ist jetzt 13, der ist auch ausgebildet bis S-Dressur, der geht auch Einerwechsel und Piaf Passage. Das war eigentlich so mein Pferd, mit dem ich das erste Mal geritten bin, das mir das so beigebracht hat. Der ist leider gesundheitlich etwas angeschlagen, deswegen habe ich den jetzt 1,5 Jahre aus dem Turniersport rausgenommen, damit er sich erholen kann und der geht ja auch genau wie die anderen viel auf die Weide und kommt jetzt langsam wieder so in Form, dass ich denke, dass er vielleicht diese oder nächste Saison nochmal mit aufs Turnier darf. Schön! Ja! Erstmal möchte ich dir danken, dass du dich mit mir hinsetzt und ein bisschen was über dich erzählt hast und über deine Pferde erzählt hast. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir so ein paar Videos zusammen jetzt drehen werden. Ja. Und bleibt auf jeden Fall gespannt. Es wird sehr interessant, was wir hier zusammen fabrizieren. Und ich würde erstmal sagen, hier zeigen wir euch die beiden Pferde von der Anki und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Tschüss! Ich möchte euch heute gerne den Presley vorstellen. Presley ist ein 15-jähriger Wallach, ein deutsches Sportpferd. Ich habe ihn jetzt seit ungefähr 5 Jahren. Und wir reiten aktuell bis S-Dressur, erfolgreich bis 2-Sterne-M-Dressur. Und letztes Jahr hatten wir leider aus zeitlichen Gründen nur einen Start in S, waren aber sehr zufrieden mit der ersten Reserve. Und unser Ziel für diese Saison ist es, dass wir in 2-Sterne-S-Prüfung an den Start gehen können. Ja, also Presley, wenn ich ihn in 3 Worten beschreiben müsste,
würde mir das unglaublich schwer fallen, weil er einfach total vielseitig ist. Deswegen würde ich einfach sagen, er ist mein bester Freund. So, jetzt möchte ich euch gerne noch meine Nachwuchshoffnung vorstellen. Das ist Sunshine Reggie. Also wir nennen sie eigentlich immer nur Suri. Die ist jetzt fast 6 Jahre alt, ist eine Oldenburger Stute und ich habe sie jetzt erst seit ein paar Wochen. Sie ist seit ungefähr 1,5 Jahren jetzt unterm Sattel und wir bewegen uns im Moment im Training auf L-Niveau und ich hoffe, dass diese Turniersaison L zu erreichen ist und eventuell gegen Ende der Saison auch mal eine Dressurpferde M. Ja, Suri in 3 Worten, arbeitsfreudig, lernbereit und menschenbezogen.